Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Vorgestern hat BTS das neueste Album rausgebracht und ich denke, es gibt sicherlich einige Leute, die sich darüber richtig freuen. Ich habe mir das Lied Idol schon gehört und ich denke, es gibt ganz gute Zeile, die man gut verwenden kann als Mittel zum Koreanisch lernen. Und die einige Sätze habe ich hier mitgenommen und die möchte ich euch mal zeigen. Viel Spaß dabei! Der gesamte Text ist sehr, sehr positiv und das Lied enthält hauptsächlich das Thema, sich selbst zu lieben oder sich selbst zu akzeptieren, wie er so gerade so ist. Ich habe mir das Lied schon mal angehört und Musikvideo geschaut. Ich muss ehrlich zugeben, ich mag das Lied sehr gerne, aber das ist etwas gewöhnungsbedürftig für mich. Ich fange mit dem ersten und kurzen Satz an, der lautet Nan Zayurumne. Nan Zayurumne. Nan ist genau gleich wie Nanen. Nanen oder Nan bedeutet ich bin. Zayurumne bedeutet so viel wie frei. Nanen 항상 나였기에. Nanen ich 항상 immer 나였기에. Das ist als eine Vergangenheitsform geschrieben, war ich selbst. 나는 항상 나였기에 bedeutet, ich war immer ich selbst. 손가락질해, 손가락질해. 나는 전혀 신경 쓰지 않네. 손가락 ist Finger und 손가락질 ist so. Anzeigen, das bedeutet lästern. Läster, 나는 ich 전혀 가 신경 쓰지 않네. Kümmere mich nicht darum. Also der Satz bedeutet, egal wie ihr über mich restet, ist es mir nicht wichtig. 나를 욕하는 너의 그 이유가 뭐든 간에. 나를 ist mich. 욕하는 lästern 너의 dein 그 이유가 der Grund 뭐든 간에. Egal was ist. Also, der Satz bedeutet, egal was der Grund ist, warum du mich schimpfst. 뭘 어쩌고 저쩌고 떠들어 대셔. Das ist witzig. 뭘 ist was. Und 어쩌고 저쩌고 ist bla bla. Bla bla. 떠들어 대다 ist sowas wie sprechen oder sagen. Also das bedeutet, was sagst du da bla bla. Oder was erzählst du da, was Unnötiges. 그니까 넌 너나 잘하셔. 그니까 ist also, 넌, du, 너나. Du selbst oder dich selbst. 잘하셔. Das ist auch eher ähnlich wie kümmern. Also der Satz bedeutet so viel wie, also kümmere dich lieber um dich selbst. 얼수 좋다, 지화자 좋다. 얼수 und 지화자 sind uralte Begriffe und da... Und die Wörter tauchten ganz viel im Volkslieder auf. Wenn man sagt 얼수 oder 지화자, dann zeigt das gerade, dass man gut drauf ist oder dass man sich gerade freut. 좋다 ist sowieso was Gutes. Like. Ich mag das. 고민보다는 그냥 달리네. Den Satz finde ich super witzig. 고민보다는 ist statt qual. 그냥 ist Internetsprache eigentlich. Kyang kommt aus Kenyang und Kenyang ist einfach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass andere Sänger das lieber als Kenyang schreiben würden, weil Kyang klingt sehr jugendlich. Aber solche Internetsprache oder jugendliche Sprache haben die auch ab und zu mal zwischendurch benutzt und das klingt alles so harmonisiert gut, weil ich glaube, die übertreiben damit nicht und die wissen, wo die Grenze ist. Deswegen feiere ich das richtig, wenn ich sowas höre. Und kommen wir zu dem letzten und schönen Satz. 난 이 순간 행복해. 난 ist ich bin 이 순간 jetzt 행복해 glücklich. Das ist alles für das heutige Video. Ich hoffe, ihr konntet einiges, was Neues zu lernen. Ich glaube, ich sollte den Videodreh schnell beenden, weil es gerade draußen immer dunkler wird. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn das Video dir gefallen hat.
und abonniert mich gerne, wenn du das noch nicht getan hast. Wir sehen uns bei dem nächsten Video. Tschüss!